Hallo meine Lieben, heute habe ich euch eine Geschichte zum Nachdenken. Irgendwie anders von Katrin Kief und Chris Riddle. Viel Spaß dabei. Auf einem hohen Berg, wo der Wind pfiff, lebt er ganz allein und ohne einen einzigen Freund. Irgendwie anders. Er wusste, dass er irgendwie anders war, denn alle fanden das. Wenn er sich zu ihnen setzen wollte oder mit ihnen spazieren gehen oder mit ihnen spielen wollte, dann sagten sie immer, tut uns leid, du bist nicht wie wir, du bist irgendwie anders. Du gehörst nicht dazu. Irgendwie anders tat alles, um wie die anderen zu sein. Er lächelte wie sie. Und sagte Hallo. Er malte Bilder. Er spielte, was sie spielten, wenn er durfte. Er brachte sein Mittagessen auch in eine Papiertüte mit. Aber es half alles nichts. Er sah nicht so aus wie die anderen und er sprach nicht wie sie. Er malte nicht so wie sie. Und er spielte nicht so wie sie. Und was er für komische Sachen aß. Du gehörst nicht hierher, sagten alle. Du bist nicht wie wir, du bist irgendwie anders. Irgendwie anders ging traurig nach Hause. Er wollte gerade schlafen gehen, da klopfte es an der Tür. Draußen stand jemand oder etwas. Hallo, sagte es, nett dich kennenzulernen. Darf ich reinkommen? Wie bitte? Sagte irgendwie anders. Guten Tag, sagte das etwas und hielt ihm die Pfote hin. Das heißt, eigentlich sah sie mehr wie eine Flosse aus. Irgendwie anders starrte auf die Pfote. Du hast dich wohl in der Tür geirrt, sagte er. Das etwas schüttelte den Kopf. Überhaupt nicht. Hier gefällt's mir. Siehst du? Und ehe irgendwie anders auch nur bis drei zählen konnte, war es schon im Zimmer. Und setzte sich auf die Papiertüte. Kenn ich dich? Fragte irgendwie anders verwirrt. Ob du mich kennst? Fragte das etwas und lachte. Natürlich, guck mich doch mal ganz genau an, na los doch. Und irgendwie anders guckte, er lief um das etwas herum und guckte vorn und guckte hinten. Und weil er nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er nichts. Verstehst du denn nicht? Rief das etwas. Ich bin genau wie du. Du bist irgendwie anders. Und ich auch. Und es streckte wieder seine Pfote aus und lächelte. Irgendwie anders war so verblüfft, dass er weder lächelte, noch die Pfote schüttelte. Wie ich, sagte er, du bist doch nicht wie ich, du bist überhaupt nicht wie irgendwas, das ich kenne. Tut mir leid, aber jedenfalls bist du nicht genauso irgendwie anders wie ich. Und er ging zur Tür und öffnete sie. Gute Nacht. Das Etwas ließ langsam die Pfote sinken. Oh, machte es und sah sehr klein und sehr traurig aus. Es erinnerte irgendwie anders an irgendwas, aber er wusste einfach nicht woran. Das Etwas war gerade gegangen, da fiel es ihm plötzlich ein. Warte, rief irgendwie anders, geh nicht weg. Er rannte hinterher so schnell er konnte. Als er das Etwas eingeholt hatte, griff er nach seiner Pfote. Und hielt sie ganz, ganz fest. Du bist nicht wie ich, aber das ist mir egal. Wenn du Lust hast, kannst du bei mir bleiben. Und das Etwas hatte Lust. Seitdem hatte irgendwie anders einen Freund. Sie lächelten und sagten Hallo. Sie malten zusammen Bilder. Sie spielten das Lieblingsspiel des anderen. Jedenfalls probierten sie es. Sie aßen zusammen, sie waren verschieden, aber sie vertrugen sich. Und wenn einmal
jemand an die Tür klopfte, der wirklich sehr merkwürdig aussah, dann sagten sie nicht, du bist nicht wie wir oder du gehörst nicht dazu. Sie rückten einfach ein bisschen zusammen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Bis zum nächsten Mal.